Resistenz gegen erschüttert, verängstigt und geschockt. Das ist auch nicht schlecht. Absetzangriffe brauchen wir nicht. Widerstandsfähig, widerstandsfähig. Das ist alles sehr gut. Was haben wir hier? Der Kämpfer stürmt blitzartig über das Schlachtfeld mit tödlichen Zielen, die im Weg stehen. Das ist nicht schlecht. Verteidigung verstärken. Also ja, erstmal hätte ich das da gerne, dass er mehr Schaden mit seinen Waffen macht. Rüstung, das wäre wirklich nicht schlecht. Und ich kann es buffen, dass er wohl... Immer wenn der Kämpfer Schaden erleidet, verlängert sich die Dauer. Das ist nicht schlecht, das nimmt er mal. Und ich finde Edda cool, wie er jetzt Pfeife raucht. I'm here. Absolutely. Asanui Karu ist ein erfahrener Krieger und ein starker Anführer. Ja, seinen Schreibtisch will ich nicht plündern. Of course. Eine Inschrift lautet, das was wächst, wird gestärkt von Korallennetz Torko. Oder was stand da? Korallenmetz Torko, also Stein, Korallensteinmetz wahrscheinlich. Diese Karte zeigt Schriftrouten von Todesfeuer nach Rautal. Clear skies, my friend. Klarer Himmel, meine Freunde. Bakoyo verschränkt die Arme und legt den Kopf schief. Über sein Gesicht verläuft eine lange Narbe. Dort, wo seine Wange sich beim Lächeln erhebt, bildet sie eine scharfe Krümmung. Ich grüße dich, Hagrim, Kapitän der Defiant, zu eurem Dienst. Ich habe schon von dir gehört, Kapitän. Die Boote unserer dekorierten Armada haben Orders, die sie dünn über das Archipelago verbreiten. Rauatai findet sich in Need of a Privateer. Die Schiffe unserer mit hohen Orden ausgezeichneten Armada haben ihre Befehle, die dazu führen, dass ihr Netz um die Inselgruppe herum sehr dünn ist. Deshalb braucht Rautai unbedingt die Hilfe eines Freibeuters. Als er das Wort ausspricht, heben sich seine Augenbrauen. Your ship, unmoored from Deadfire Politics, is an asset I would grasp with both hands. An arrangement can help us both. You will empty the seas of competition in exchange for profit. Dein Schiff, völlig frei von allen politischen Rängen des Todesfeuers, ist ein wertvolles Gut, das ich mit beiden Händen ergreifen würde. Eine Absprache kann für uns beide nützlich sein. Du befreist mich von meiner Konkurrenz auf dem Meer, im Austausch für einen großen Gewinn. Hast du denn keine Angst, dass diese ganze Freibeuterei einen Krieg auslösen könnte? An official reckoning is drafted to account for every cannonball shot in the name of Rauatai. Our paperwork is most thorough. Oh, das klingt ja noch schlimmer als bei den Valianern. Es wird eine offizielle Abrechnung erstellt. Über jede einzelne Kanonenkugel, die im Namen von Rautai verschossen wird, muss Rechenschaft abgelegt werden. Unsere Formalitäten sind höchst umfassend. Also ja, während die Valianer sehr knickerig sind mit ihrem Geld, sind die hier mit ihren Kanonenkugeln sehr knickerig. For every ship sunk, there is a legal justification. Our enemies will know the war is started on the day we fail to turn in our paperwork. Für jedes gesunkene Schiff muss es eine Rechtfertigung geben. Unsere Feinde werden an dem Tag erkennen, dass der Krieg begonnen hat, wenn wir unseren Papierkram vernachlässigen. Ja, welche Kopfgeld hast du denn zu vergeben? Asila Wave Skipper is your first target. A pirate shirking any pretense of lawful conduct in the open seas. Dein erstes Ziel ist Asila Wellen. Skipper, ein Pirat, der auf dem offenen Meer nicht einmal den geringsten anscheinrechtmäßigen Verhaltens wahrt. Bakoyo zieht eine Grimasse und reibt sich die Nase. Sagt, was ist es die wir schon getötet haben? Ich nehme das Kopfgeld an. Most excellent. Asila commands the Voyager River Dragon, which pesters a group of islands to the southwest of Port Maje. Ausgezeichnet. Asila kommandiert das Erkundungsschiff Flussdrache und belästigt damit eine Gruppe von Inseln im Südwesten von Port Maje. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. Ask away my privateer. I would not have you take to the water uninformed. Frag nur, mein Freibeuter. Ich möchte dich schließlich nicht uninformiert aufs Meer schleppen. Valkyrie nickt und stemmt die Hände gegen die Hüfte. Ja, ich bin immer noch auf der Jagd. Our enemies so discordant. Let no one say I. Dann leb wohl. Welche Triumphe haben wir dann? Ach, Bettler, Wifrut. Haben wir. Mhm.
Pack mal 13 davon hier rein, so. Trinken ist halt gerade wichtiger, weil ich 8 pro Tag verliere und hier verliere ich nur 6 pro Tag. Gut. Yes? Also wir haben eine neue... Ja, diesmal eine... ein Kopfgeld für die Todesfeuergesellschaft. Töte Asila Vanskipper. Meine Inselgruppe südwestlich von Port Maye. Also ja, wir werden viel rumschippern. Ich habe eh vor, so viel wie möglich vom Todesfeuerarchipel zu erkunden in diesem Let's Play. So, jetzt können wir hier nach oben gehen. Weil ich war hier oben. The Ranga Nui, and it's a commemoration to show what he built. Oh, then did your Raparo also write their names on other stones? Für den Rumpf von Rautai und die Stärken des Ranga Nui, 2818 AI. For what do you squawk and gloat over a heap of stones? Akira, you Rautaians are strange cousins indeed. Für was macht ihr solche Wirbel um einen Haufen Steine? Ikiri, Rautaner, seid ihr der Tat seltsam gesehen. Eine gut gekleidete Huana-Frau schüttelt ihren Kopf in Richtung des Rautaners. Der Ton ihrer Debatte ist hitzig, aber nicht unfreundlich. The Citadel is a marvel of modern engineering. With the gates barred and the cannons primed, it can withstand any attack and weather any storm. Die Messing-Zitadelle ist ein Wunder der modernen Ingenieurskunst. Wenn die Tore versperrt sind und die Kanonen geladen, kann sie jeden Angriff und jeden Sturm überstehen. Er und seine Huana-Freundin wenden sich dir zu. Surely you can see what a fine stronghold this is. Sicherlich kannst du sehen, was das für eine prachtvolle Festung ist. Warum ist dir das so wichtig? Ich bin sicher, die Messing-Zitadelle ist sehr nett. Dieser Ort, er ist ein Schandfleck. Es ist eine ausgezeichnete Festung, solide und für alle Ewigkeiten gebaut. Warum ist dir das so wichtig? We transformed a rocky cove into the best defended harbor in Nakataka. Such achievements must be celebrated. Wir haben eine felsige Bucht in den am besten verteidigten Hafen in Nekataka verwandelt. Solche Errungenschaften müssen gefeiert werden. This rocky cove was once a prized fishing spot for the Raparu. Diese felsige Bucht war einst ein ausgezeichneter Ort zum Fischen für die Raparu. These Rautaians act as if every bare islet is merely awaiting a fort or a farm. They cannot look at anything without planning to change it. Diese Rautaner tun und gerade so, als ob jede verlassene Insel nur darauf wartet, dass man eine Festung oder einen Hof auf ihr errichtet. Sie können nichts ansehen, ohne nicht sofort zu planen, wie man es verhindern kann. To strive is to survive. Those who would achieve greatness must make the world a better, more ordered place than they found it. Sich zu bemühen ist zu überleben. Diejenigen, die Großes erreichen wollen, müssen die Welt zu einem besseren, geordneten Platz machen, als sie sie vorgefunden haben. Why change the world when you can learn to live in it the way it is? This is what my people have done for thousands of years. Warum die Welt verändern, wenn man auch lernen kann, in ihr zu leben, so wie sie ist? Das ist es, was mein Volk seit tausenden von Jahren getan hat. Natürlich ist es nobel und edel, große Dinge zu erbauen. Selbst die mächtigsten Bauwerke zerfallen irgendwann. Warum also Blut und Schweiß für sie vergießen? Wir sollten fragen, was den größeren Nutzen bringt. Ein Platz zum Fischen oder ein Hafen? Die Welt ist größer als wir. Sie bedarf nicht unserer Hand, um ihre Veränderung zu lenken. Tut mir leid, aber ich habe nichts hinzuzufügen. Nehmen wir mal die drei. Must we sacrifice the needs of the few to the whims of the many, then? Müssen wir also die Nöte der wenigen den Launen der vielen opfern? Sie breitet fragend die Hände vor dir aus, aber sie ist nicht wütend. Akira, nothing invigorates like a good discussion. Thank you for indulging us. Akira, nichts belebt so sehr wie eine gute Diskussion. Danke, dass du dich beteiligt hast. Sie grinst. Damit wenden sie sich von dir ab und setzen ihre Diskussion fort. Our chanters say we once came. Ich bin schon wieder aggressiv. Ach, vergiss es. How can we be so different? Ein bisschen Aggressivität tut nicht schlecht. Ich frage mich zwar wieder durch was, aber es mir ist gerade wirklich egal. Malice lay behind their eyes. Their hearts hid treachery. Hm.
Sag bloß, hier oben wäre auch noch ein Eingang. Ja, hier oben wäre auch noch ein Eingang, aber der ist verschlossen. Ja, Schlossknall. 15 bräuchten wir dafür. Auch gut. Die würde ich gerne mal wegpacken, so. All body people, all Ravata, to many lands you spread. Ich weiß echt nicht, womit ich mich wieder aggressiv gemacht habe. Naja. Du siehst aus, als hättest du einen Namen. Over a tablet of fucking stone. If my company standing wasn't on the line, I would have written this one off as a loss already. Ja, dieser Ärger wegen einer verdammten Tafel, ach, leb wohl. Das ist die schon wieder, die wir vor dem Haus des Erzmagiers gesehen haben. Oh je. Yeah. Ein raues Land formt. Was? Ein raues Land formt ein starkes Volk, habe ich nicht recht? Mhm. Korallen? Die Luft um die Korallen herum brummt vor lebenserhaltender Magie. Ja, da könnte ich raus. Also gehen wir erst hier rum. Ups. Weil das sind nur normale Bürger, die haben nichts Besonderes zu sagen. Oh, da geht's in den Keller, aber lass mich raten, die lässt mich auch nicht wieder in den Keller. Doch, die lässt mich in den Keller. Kaiserliches Kommando Untergeschoss. They weren't that bad. Gefängnis, Büro, Kaserne, Küche und ein Ausgang. I can't think of anything else that goes with Hazanui. Ah, Adolf und Xoti haben auch jetzt ihr Level up. Ein aktiver und ein passiver Fertigkeitspunkt. Religion und... Nehmen wir zur Not mal Athletik. Plus 5 durch die Gruppe. Macht 7. Plus 2 durch die Gruppe. Nehmen wir mal Athletik. Und dann neue Zauber. Also das hier hat sie sofort gelernt, weil es eben die Unterklassenfähigkeiten sind. Gewährt erhöhte Durchschlagskraft mit Feuerangriffen. Mit Elektrizität. Das wäre gar nicht mal so schlecht, aber was haben wir hier? Sie hat ja schon Brandfähigkeiten, gell? Das verursacht Brandschaden. Das ist Frostschaden. Hm. Was haben wir noch? Führt zur Segnung durch den Gott des Priesters und verschafft dem Verbindungswirkungsbereich Boni für Genauigkeit und Macht. Werden die Feinde in Abzug erhalten. Das ist sehr schön. Streut Angst in die Herzen der Unwürdigen, wodurch die Genauigkeit aller Feinde. Mhm. Gewährt einem Einzelziel für eine mittellange Dauer die Inspiration C. Und C war Verfassung und Rüstungswert. Oh, das ist böse. Gewährt Verbündeten die Inspiration des rechtschaffenden Kampfes. Hm, nicht so wirklich. Da ist mir...
das hier geliebt und das hier, dass wir mehr Brandschaden verursachen. Ja, Xorti, wir müssen dir eine neue Kapuze besorgen. Die Voidika-Maske ist gruselig. That's why I leave Epic to the... So, Alof. Arcana und Metaphysik. Und ja, hier haben wir jetzt die super große Auswahl. Also ich würde bei Alof am liebsten auch erstmal hier Feuer verbessern, wegen Feuerbällen. Was haben wir hier? Flammenwand. Flammenwand wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Dimensionswechsel.